Ja, vielen Dank, Frau Kemper, für die freundliche Einleitung. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf mich auch sehr herzlich bedanken für die Einladung zur KTBL. Ich kann hier sagen, dass es für uns auf der Insel Riems wichtig ist, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Auch wenn das in der Vergangenheit an manchen Stellen noch Lücken gegeben hat, glaube ich, dass wir die füllen sollen, da wo es um Ökonomie geht, da wo es um technische Voraussetzungen geht, wo wir uns über Tierseuchen unterhalten und wie wir darauf reagieren. Das alles werden Sie gestern schon gehört haben. Ich zeige Ihnen im Grunde diese Abbildung zur globalen Erwärmung nur deswegen, weil ich vorbeugen möchte, dass Sie mich nicht in die Ecke derjenigen stellen, die den Klimawandel leugnen, weil ich Ihnen nachher sagen muss, dass für uns bestimmte andere Dinge wichtiger erscheinen als der Klimawandel, wenn es um Tierseuchen geht. Also das alles kennen Sie, die Projektionen der globalen Erwärmung, die uns sagen, dass wir mit einer Steigerung der Temperaturen in den nächsten Jahrzehnten von 2 bis 5 Grad rechnen müssen, dass es dabei deutliche regionale Unterschiede geben wird. Auf die Details gehe ich mal nicht näher ein. Es gibt viele Organisationen, die darauf reagieren. In den letzten Tagen auch die Weltgesundheitsorganisation, die für den Menschen gesagt hat, wir müssen uns mit hohen Temperaturen auseinandersetzen. Und hier ist also etwas, was im Jahr 2011 erstellt worden ist, zumindest für den europäischen Bereich, jetzt nochmal in den letzten Tagen aktualisiert und publiziert worden. Wenn wir dann aber uns dem Thema nähern, Klimawandel und Tierseuchen, muss ich Ihnen leider an einigen Stellen mit sehr komplexen Dingen erstmal kommen, die hier auf dieser überladenen Folie dargestellt sind. Ich will mal mit Ihnen da durchgehen. Der Einfluss des Klimawandels auf Infektionskrankheiten ist plausibel. Das ist überhaupt keine Frage. Er ist auch wahrscheinlich. Das gilt insbesondere für die vektorübertragenen Krankheiten, weil die Vektoren, das sind häufig dann Arthropoden, insbesondere Temperatureinflüssen ausgesetzt sind. Deshalb bestehen hier besondere Risiken für in Deutschland nicht heimische Krankheiten. Und es ist auch hier ein internationales Engagement zur Prävention und Bekämpfung vor Ort nötig. Das heißt, Krankheiten, die wir woanders bekämpfen, da wo sie auftreten, wenn wir das tun, dann hilft uns das zu verhindern, dass sie zu uns kommen. Jetzt kommt aber von der wissenschaftlichen Seite her das große Problem. Genaue Prognosen sind hier extrem schwierig, weil viele Aussagen in der wissenschaftlichen Literatur nicht datengetrieben sind. Das ist aber das, was wir heute eigentlich fordern. Woran liegt das? Die verfügbaren Daten und Projektionen, die es dazu gibt, die Grundlagen, die in hervorragender Qualität von den Geologen, von den Meteorologen und so weiter zur Verfügung gestellt werden, also insbesondere Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge, die reichen nicht aus, um hinreichend genaue prädiktive Modelle für Infektionskrankheiten zu erstellen. Also das, was Ihnen jetzt vorhin gerade Herr Swabe erklärt hat für Rinderkrankheiten, für das, was dann zuchtmöglich ist, oder was Ihnen gestern mein Kollege aus der Pflanzenepidemiologie aus dem JKI erklärt hat, das funktioniert ja bei den Infektionskrankheiten für unsere Tiere leider sehr viel schlechter. Außerdem ist es so, dass für die Studien, die es dazu gibt, es relativ wenige Meta-Analysen gibt, und so, dass man am Ende sagen muss, der Einfluss des Klimawandels auf die Epidemiologie von Tierseuchen ist weitgehend im engeren Sinne unbewiesen, auch wenn er wahrscheinlich ist. Und ich leugne das nicht. Trotzdem muss man sagen, der Klimawandel ist nur ein Faktor unter vielen in diesen komplexen Interaktionen von pathogenen Wirten und Umwelt. Das ist eine Arbeit von Heffernan und Salmon. Mo Salmon ist ein weltweit anerkannter Veterinärepidemiologe, umfassend dargestellt worden. Wichtig ist aber das, was hier unten auf dieser Folie steht, dass Temperaturerhöhungen einen irreversiblen Triggereffekt auf die Verbreitung und Etablierung von Tierseuchen haben können. Und das möchte ich Ihnen anhand der Blauzungenkrankheit nochmal näher erläutern. Ist ja im Moment auch wieder ein ganz aktuelles Thema. Die Blauzungenkrankheit wird ausgelöst durch ein Reovirus. Das ist ein doppelsträngiges RNA-Virus, also will auf die Virologie an der Stelle mal nicht näher eingehen. Wir kennen inzwischen mehr als 24 Serotypen von diesem Virus. Übertragen wird diese Infektion durch Knitzen, durch Culicoides-Arten. Das sind kleine Mücken, von denen es in Deutschland über 80 Arten gibt. Viele von denen sind nicht hämatophag, aber die Hämatophagen sind das Entscheidende für die Übertragung. Hier sind mal die Wiederkäuer als die potenziellen Wirte dargestellt. Ich lasse hier mal außer Acht, dass die Neuweltkamelin oder überhaupt Kamelinen weitere Werte für diese Krankheit sind.
Warum ist es wichtig, dieses Beispiel zu erwähnen? Natürlich deswegen, weil die Übertragung hier durch diese Gnitzen erfolgt, die zum einen temperaturabhängig sich verhalten und bei denen die verschiedenen Arten weltweit unterschiedlich verteilt sind. Wenn Sie in die Literatur von vor etwa 15 Jahren zurückgehen, dann werden Sie Arbeiten finden, die hochrangig publiziert worden sind, beispielsweise im Nature Spin-off Paper, wo argumentiert wird, das kann eigentlich für uns kein Problem werden, weil die Vektoren, die diese Krankheit in Afrika übertragen, da wo die meisten Serotypen vorkommen, die gibt's bei uns nicht. Und die Alpen, beziehungsweise also in etwa diese Breitengrade, sind eine natürliche Barriere. Wir alle wissen, dass diese Projektionen falsch gewesen sind. Warum? Man hat übersehen, dass es diese Gnitzen bei uns länger gibt, als es Menschen gibt. Und zwar, das sind zwar andere Arten als in Afrika, die sind aber sehr wohl auch zur Übertragung befähigt. Das heißt, was hier passiert sein kann, ist, dass der Erreger, auch wegen die wir nicht kennen, zu uns gekommen sind, dass er bei uns von den Gnitzen, die es bei uns gibt, übertragen worden ist und dass dieses Virus sich bei uns etabliert hat. Nur werden Sie sagen, na ja gut, also wir waren ja eine ganze Reihe von Jahren dann auch wieder frei von der Blauzungenkrankheit. Das stimmt für Deutschland, es stimmt nicht für Frankreich. Der Serotyp 8, der jetzt bei uns im Moment auch wieder Probleme macht, hat in Frankreich überlebt. Das heißt, was hier passiert sein könnte, ist, dass durch ein besonders warmes Jahr, 2006 war auch ein besonders warmes Jahr, dort könnte also auch in Frankreich ein irreversibler Trigger eingesetzt haben durch diese Temperaturbedingungen, der dafür gesorgt hat, dass sich dieser Serotyp in Europa etabliert hat. Ein weiterer Punkt kommt dann bei der Blauzungenkrankheit dazu. Gnitzen sind so klein, dass sie mit dem Wind verdriftet werden. Und was Sie hier dargestellt sehen, sind Windtrajektorien aus dem Jahr 2006, also als diese Krankheit erstmals in Westeuropa aufgetreten ist. Und die roten Punkte auf dieser Karte sind die Fälle der, sind die Orte der Ausbrüche. Die anderen Farben im Hintergrund zeigen Ihnen Windtrajektorien an. Das reicht also von sehr geringen Farben, die so im gelb-braunlichen Bereich liegen, bis zu den dunkelblauen, da wo also die Dichte der Windtrajektorien besonders hoch ist. Und was Sie sehen können, zumindest so intuitiv, ist, dass die Ausbrüche in Bereichen gelegen haben, in denen die Windtrajektorien besonders dicht gewesen sind. Das heißt, diese Krankheit ist dann durch die Gnitzen mit dem Wind verdriftet worden und ausgebreitet worden. Das heißt, die traditionellen Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung, Verbringungsverbote, Restriktionszonen und so weiter, die funktionieren dann hier nur noch begrenzt, denn niemand handelt mit Gnitzen, sondern wir handeln natürlich mit Rindern und die Gnitzen werden mit dem Wind verdriftet und dagegen sind wenig Kräuter gewachsen. Was hat das alles mit der aktuellen Situation zu tun? Hier sehen Sie die Darstellung der Blauzungenkrankheit aktuell, beziehungsweise aus dem Jahr 2018 zusammengefasst auf dieser Karte in Europa. Und was Sie erkennen können, dass hier im Westen in Frankreich ein großes Problem gegeben hat, zumindest für die Tierseuchenbekämpfer von BTV8. Für die Landwirte war es ein relativ geringes Problem, weil die Krankheit dort im Moment, oder ich sollte sagen, die Infektion, fast keine Krankheiten auslöst. Das ist auch noch ein Punkt, auf den wir möglicherweise in der Diskussion kommen werden. Sie sehen dann hier den ersten Ausbruch in Deutschland, nicht weit entfernt von diesem Geschehen. Auch hier zwanglos zu erklären über das, was ich Ihnen gesagt habe. Gnitzen werden mit dem Wind verbreitet, kann auf diesem Wege dorthin gelangt sein. Die aktuelle Situation ist jetzt die, das heißt vor wenigen Tagen. Wir wissen, dass das Geschehen in Frankreich weitergeht und in Deutschland haben wir jetzt inzwischen genauer untersucht und sehen, dass sich die Krankheit hier ausgebreitet hat. Sie sehen auch die vielen Fälle in der Schweiz, die ebenfalls zusammenhängen mit dem Geschehen in Frankreich. Auf der linken Seite dargestellt die Restriktionszonen, die sich ergeben, also die Gebiete, in denen das Verbringen von Wiederkäuern oder überhaupt von empfänglichen Tieren reglementiert ist. Das hat sich also auch in Deutschland dann erheblich ausgebreitet und führt im Moment eben zu Handelsbarrieren zwischen den betroffenen Gebieten und den freien Gebieten. Was kann man dagegen machen? Wir haben ja schon einiges dagegen getan in der Vergangenheit. Es gab in der Folge der Ausbrüche, die im Jahr 2006 eingesetzt haben, eine verpflichtende Impfung gegen die Blauzungenkrankheit. Und hier sehen Sie die epidemische Kurve, hat also eigentlich ganz gut gewirkt. Hier ab dem Jahr 2009 waren wir dann wieder frei von der Blauzungenkrankheit. Die verpflichtende Impfung wurde dann aufgegeben und es wurde umgestellt auf die freiwillige Impfung, die auch heute noch empfohlen ist, aber von vielen Landwirten aus teilweise gut nachvollziehbaren Gründen nicht angewendet wird. Ich möchte trotzdem dafür werben, gegen die Blauzungenkrankheit impfen zu lassen. Wir sind also hier vor einer Situation,
die anders ist als da, wo wir gute Modelle haben. Wir haben also für viele solcher Krankheiten Eintragsquellen nicht identifiziert. Wir wissen bis heute nicht, wo die Blauzungenkrankheit vom Serotyp 8 hergekommen ist. Wir wissen, wo der Erreger vorher gewesen ist, beispielsweise im subsaharischen Afrika oder auch in Südamerika. Aber wo er hergekommen ist, wissen wir nicht genau. Das gilt für BTV8, das gilt aber auch für das Schmallenberg-Virus, auf das ich an dieser Stelle nicht näher eingehen will, aber viele von Ihnen werden sich vielleicht erinnern können. Es gilt für andere Serotypen der Blauzungenkrankheit. Es gilt auch beispielsweise für das Batay-Virus, ein Virus, das wir inzwischen bei Rindern vor allen Dingen in Sachsen-Anhalt und teilweise auch in Brandenburg finden, das bei den Rindern keine Probleme zu machen scheint, aber als Zoonoseerreger einzustufen ist. Wir wissen grundsätzlich, wie so etwas ins Land gekommen sein könnte, nämlich beispielsweise durch illegale Einfuhr von Tieren, Sperma-Embryonen, durch die illegale Importierung von Lebendimpfstoffen. Das ist beispielsweise mit diesem BTV6 mal in Verbindung gebracht worden oder auch mit Seren. Das alles sind Spekulationen, Hypothesen. Genau wissen tun wir das nicht. Das Gleiche gilt auch für die mögliche Einschleppung von infizierten Vektoren. Das sind ja alles vektorübertragene Krankheiten. Das heißt, es müssen nicht unbedingt die Tiere und ihre Produkte sein, sondern es könnte auch sein, dass also solche Vektoren zu uns ins Land kommen, beispielsweise über internationale Flughäfen oder auch über die Häfen und zumindest bei den gnitzenübertragenen Krankheiten mit dem Wind. Bei dem, was dann über größere Arthropoden übertragen wird, ist das eher unwahrscheinlich. Nun werden Sie sagen, dann müsste man doch eigentlich hier untersuchen. Das ist auch zum Teil gemacht worden, zumindest bei den internationalen Flughäfen. Dabei hat man aber keine infizierten Erreger gefunden. Das Problem ist eben dabei auch, dass wenige Erreger, die eingeschleppt werden oder wenige infizierte Vektoren ausreichen und danach vermehren sich diese Infektionserreger wieder und man sieht sozusagen dann erst das Ergebnis. Ich möchte an der Stelle sagen, warum ich glaube, dass der Klimawandel für das, was uns zu beschäftigen hat, die geringere Rolle spielt. Ich glaube, dass das größere Problem die Risiken der Globalisierung sind, die insgesamt eben etwas zu tun haben mit dem Handel, mit Tieren und Produkten tierischer Herkunft, mit dem Personenverkehr. Und danach kommen dann eben auch die unbelebten Vektoren, die mittransportiert werden können und natürlich auch über die transportiert werden kann und die belebten Vektoren, die Krankheitserreger mit sich schleppen können. Wenn wir uns ansehen, wo wir auf der Welt dann sehen, im Zusammenhang mit Flugverkehr, Schiffsverkehr und Straßen, das ist mal auf der linken Seite ein bisschen dargestellt, dann können wir uns vielleicht auch so ein bisschen ein Bild machen, was es bringt, solche Plakate aufzuhängen. Ich muss sagen, ich bin froh, dass es die gibt. Früher hatten die mal etwa Briefmarkengröße, zumindest gefühlt. Inzwischen sind sie kaum noch zu übersehen. Wenn man wie ich damit befasst ist, nimmt man sie gelegentlich auch wahr. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich glaube, die meisten Leute gehen inzwischen an diesen Dingen achtlos vorbei. Und zumindest die Untersuchungen, die hier in der Nähe am Rhein-Main-Flughafen in Frankfurt jedes Jahr erfolgen, bei Personenkontrollen zeigen, dass viele Leute immer noch nicht begriffen haben, wie sehr sie unsere Landwirtschaft gefährden und nicht nur unsere Landwirtschaft, vielleicht auch die menschliche Gesundheit an der einen oder anderen Stelle, wenn sie sich nicht an diese Vorgaben halten. Das sind in jedem Jahr Tonnen, die dort beschlagnahmt werden. Was ich jetzt tun möchte, ist auf einige weitere Beispiele eingehen, wo ich denke, dass tatsächlich Bedrohungen da sind, die auch etwas damit zu tun haben können, dass der Klimawandel beziehungsweise an vielen Stellen auch menschliches Handeln, das zur Veränderung, an anderen Stellen zur Veränderung von Klima führt, Krankheiten verschleppen kann. Ein gutes Beispiel dafür ist das Rift-Tal-Fieber, das ursprünglich hier aus dem zentralen Afrika stammt. Und anhand der roten Pfeile können Sie sehen, wie sehr sich diese Krankheit über den kompletten afrikanischen Kontinent verbreitet hat. Das ist eine Krankheit, die durch ein Flebovirus verursacht wird. Sie wird durch Culex und Aedes-Mücken, also ganz normale Stechmücken, übertragen. Bei Rindern bleibt die Infektion oft inapparent, zumindest bei adulten Rindern. Bei jüngeren Tieren führt sie gelegentlich zum Tod oder es kommt zu Aborten. Das Unangenehme dabei ist, dass es sich um eine gefährliche Zoonose handelt, die bei Menschen ein tödliches hämorrhagisches Fieber auslösen kann. Und in diesem Gebiet hier hat es im letzten Jahr eine ganze Reihe von menschlichen Todesfällen durch Rift-Tal-Fieber gegeben. Warum bringe ich ausgerechnet das als Beispiel? Ich bringe es deswegen als Beispiel, weil der Fall Ägypten sehr interessant ist im Zusammenhang mit der Ausbreitung. Dort hat man Bewässerungsprojekte angelegt, die etwas mit dem Aswan-Staudamm
zu tun haben, die also für die Landwirtschaft sicher sehr, sehr gute Konsequenzen, sehr gute Wirtschaftsbedingungen mit sich gebracht haben. Aber auch für die Mücken waren sie sehr positiv. Es gab nämlich neue Brutstätten dafür, sodass also neue Weidegründe nicht nur für die Rinder eingerichtet wurden, sondern auch neue Weidegründe sozusagen für Mücken. Man hat dann Rinder importiert in dieses Land und leider auch infizierte Tiere hier aus dem ostafrikanischen Raum dorthin verbracht. Und dann können Sie sich an den Fingern abzählen, was passiert ist. Die Mücken haben sich das Virus gegriffen, indem sie die Rinder gestochen haben, es unter den Rindern verbreitet, sodass es also in Ägypten über viele, viele Jahre und Jahrzehnte immer wieder zu Fällen von Rifta-Fieber kommt und das hält bis heute an. Auch hier ganz klar menschliches Handeln, auch durch Beeinflussungen des Klimas, das an der Stelle eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich möchte ein weiteres Beispiel bringen, das Krim-Kongo-Fieber, das deswegen besonders heimtückisch ist, weil es also bei den Landwirten, die sich insbesondere mit Wiederkäuern beschäftigen, eigentlich weitgehend unbekannt ist. Und es ist auch kein großes Wunder, weil es bei diesen Tieren keine Krankheiten auslöst. Das ist ein Infektionserreger, der ein sehr breites Wirtsspektrum hat. Sie sehen hier, dass das vom Hasen bis zum Schwein reicht, aber insbesondere eben die Wiederkäuer betrifft. Und hier ist ganz besonders wichtig, dass es sich um eine gefährliche Zoonose handelt, bei der beim Mensch auch wieder ein hämorrhagisches Fieber oder Leberveränderungen auftreten können. Und wenn Sie sich dann hier die Letalität, und das ist die Letalität beim Menschen, anschauen, dann können Sie sich ein Bild davon machen, was in den betroffenen Ländern dann passiert. Letalität 10 bis 50%. Das heißt, bis zur Hälfte der Menschen, die sich damit infizieren und die erkranken, stirbt an der Erkrankung, teilweise bis über 70%. Die menschlichen Infektionen rühren vor allen Dingen vom Umgang mit infiziertem Vieh her. Das heißt, Personen, die an der Schlachtung beteiligt sind und die unter diesen Bedingungen der Schlachtung oder anderweitig mit Blut von subklinisch infizierten Tieren in Kontakt kommen, die sind besonders gefährdet. Darüber hinaus gibt es eine Exposition gegenüber infizierten Zecken, die kann natürlich auch den Menschen betreffen, aber die steigt oder liegt weit hinter dem, was also sich in diesem Bereich hier abspielt. Beim Rind finden Sie dann in der Regel nur Antikörpernachweise. Das liegt einfach daran, dass die Tiere nicht klinisch erkranken. Und Sie sehen natürlich unter Umständen auch, wenn Sie genau hinschauen, dass die Tiere von den Zecken befallen sind, die dieses Virus übertragen. Das sind Hyalomma-Zecken. Wenn Sie sich dann anschauen, wie die Krankheit verbreitet ist, ist das auf dieser Karte hier dargestellt. Also auch hier insbesondere wieder der afrikanische Kontinent betroffen und Asien. Aber wir sind nicht so ganz weit davon weg. Nämlich der Balkanbereich ist durchaus ein Gebiet, in dem diese Krankheit schon vorkommt. Und beispielsweise in Albanien gibt es immer wieder auch Infektionen bei Menschen. Auf der rechten Karte hier dargestellt die Verbreitung von Hyalomma-Zecken. Da sehen Sie, dass Deutschland im Moment noch nicht so ganz betroffen ist. Das stimmt nicht mehr ganz. Im letzten Jahr gab es die ersten Funde oder mal wieder Funde. Alle paar Jahre ist sowas in der Vergangenheit schon mal vorgekommen in der Nähe von Osnabrück. Und ich glaube auch noch an weiteren Orten sind Hyalomma-Zecken im letzten Jahr gefunden worden. Das heißt, es kann uns schneller ereilen, dass also auch eine solche Infektion bei uns auftritt, als dass wir uns das träumen lassen können. Das Schlimme dabei ist eigentlich, müssten wir sozusagen in die Kristallkugel gucken, um vorherzusagen, wann denn das eintreten wird. Ich will sagen, wir haben keine guten Prädiktoren dafür. Die afrikanische Schweinepest darf bei all diesen Aufzählungen nicht fehlen. Ich habe Ihnen hier sozusagen die aktuelle Karte dargebracht, mitgebracht für das, was die afrikanische Schweinepest seit dem ersten Auftreten im Jahr 2007, dem ersten Wiederauftreten im Jahr 2007 in Georgien angerichtet hat. Hier die Situation in Europa, will nur noch mal kurz daran erinnern, Sardinien ist hier auch mit eingezeichnet. Auf Sardinien ist die afrikanische Schweinepest seit 1978 endemisch. Was Sie dann aber hier sehen, im asiatischen Bereich, in China, der Mongolei und inzwischen auch in Vietnam, sind die Auswirkungen der letzten Monate. Da können Sie also sehen, wie schnell sich so eine Krankheit ausbreiten kann. Seinen Ausgang genommen hat all das von Georgien, wo in den Hafen von Poti mutmaßlich Schiffe aus dem östlichen Afrika angelandet sind und ihre Speiseabfälle auf örtlichen Müllhalden, also Speiseabfälle von den Nahrungsmitteln, die die Schiffsbesatzung benutzt hat, auf den örtlichen Müllhalden
deponiert hat. Hier eine Aufnahme, die mein Kollege Matthias Kramer, der früher bei uns im Institut tätig gewesen ist, mitgebracht hat. Sie sehen, dass hier ein Rind dargestellt ist. Da werden Sie sagen, was hat das mit afrikanischer Schweinepest zu tun? Er hat nur dieses Rind fotografieren können, hat mir aber glaubhaft versichert, dass er dort auch Schweine gesehen hat. Die haben das Virus aus dem Müll aufgenommen und dann weiter verbreitet. Das war der Ausgangspunkt von dieser Situation, die jetzt hier erstmal nur den europäischen Raum darstellt und im Moment also so auch die nächsten Entfernungen zu uns. Das waren bis zum letzten Jahr so 300 bis 400 Kilometer. Seit August letzten Jahres sind es nur noch 60 Kilometer, weil nämlich die Krankheit einen Sprung nach Belgien gemacht hat. Der hat nichts mit dem Klimawandel, sondern mit menschlichem Verhalten zu tun gehabt. Warum erwähne ich die afrikanische Schweinepest im Zusammenhang mit dem Klimawandel und vektorübertragenen Krankheiten? Ganz einfach. In Afrika gibt es einen sylvatischen Zyklus, bei dem diese Krankheit pendelt zwischen Lederzecken, Ornithodorus-Arten und Warzenschweinen. Und sie ist dann eben durch das menschliche Handeln, indem man dort auch Hausschweine gehandelt hat, auf die Hausschweine übertragen worden. Den Warzenschweinen tut sie nichts, den Zecken auch nicht, den Hausschweinen sehr wohl und natürlich auch den Wildschweinen. Das Dumme bei uns ist dann nur, dass die Zecken bei uns gar nicht notwendig sind, sondern dass der direkte Kontakt, zum Beispiel die Verfütterung von Speiseabfällen, zur Übertragung ausreicht. Es wird aber immer wieder mal diskutiert, inwieweit es eine Vektorübertragung dabei geben könnte. Dazu muss man sagen, die Ornithodorus-Zecken, die das in Afrika übertragen, gibt es bei uns nicht. Und einige andere Dinge, die dann immer wieder mal Vektoren mit ins Gespräch gebracht haben, die muss man, glaube ich, darauf reduzieren, dass man zugestehen muss, dass Arthropoden als mechanische Vektoren dienen können. Einige von Ihnen werden mitbekommen haben, dass es vor einigen Wochen ein bisschen Aufregung gegeben hat über eine Studie aus Dänemark, wo man gezeigt hat, dass infizierte oder kontaminierte Stomoxys calcitrans bei der Verfütterung an Schweinen die Krankheit übertragen worden. Das ist sicher ein interessantes experimentelles Ergebnis. Das hat aber mit der realen Situation der afrikanischen Schweinepest möglicherweise dann doch nicht so viel zu tun, weil dort, wo sie übertragen wird, es eigentlich keine Evidenz dafür gibt, dass diese Arthropoden dabei epidemiologisch eine Rolle spielen. Was ist wichtig bei der afrikanischen Schweinepest? Viele von Ihnen werden dazu einiges schon gehört haben. Das Allerwichtigste ist, wir haben keinen Impfstoff. Wir werden auch auf absehbare Zeit keinen haben, den wir bei uns einsetzen können, obwohl es da im Moment auch eine Diskussion gibt. Was ganz besonders wichtig ist, insbesondere für den Wildschweinesektor, ist die hohe Letalität. Fast alle infizierten Schweine sterben. Man muss aber hier betonen, fast alle, nicht ganz alle. Und die mäßige Kontagiosität, also eigentlich muss man hier sagen, die mäßige Mortalität bei den Schweinen und Morbidität. Das heißt, nicht alle Schweine stecken sich an. Der Anteil der Schweine, insbesondere der Wildschweine, der sich ansteckt, ist vergleichsweise gering. Und das sorgt dafür, dass die Krankheit dann insbesondere im Wildschweinebereich über lange Zeiträume persistieren kann. Es soll ja in meinem Vortrag auch ein bisschen dazu gehen, was wir an Maßnahmen ergriffen haben. Wir haben gemeinsam mit dem DJV Maßnahmen beraten, die inzwischen ja teilweise auch in Gesetzesform umgewandelt worden sind, um die afrikanische Schweinepest zu bekämpfen, wenn sie bei Wildschweinen auftritt. Die Fragestellung, die ich bearbeiten sollte im Rahmen des Vortrags, geht vor allen Dingen dahin, was wir denn eigentlich tun wollen im Zusammenhang mit der Prävention. Ich will Ihnen aber vorher, bevor ich darauf kurz eingehe, auch nochmal sagen, was wir nicht wollen. Was wir nicht wollen können, sind solche Dinge, wie wir sie 2001 bei der Maul-und-Klauen-Seuche im Vereinigten Königreich gesehen haben, mit brennenden Kadavern und einem Gesamtschaden von mindestens 12 Milliarden Euro. Und Ausbrüchen auch noch in Nachbarländern. Das können wir nicht wollen. Was wir also wollen müssen, ist die Einschleppung von Tierseuchen vermeiden. Dazu müssen wir die Tierseuchensituation beobachten. Wir müssen die Tierseuchen auch dort bekämpfen, wo sie vorkommen. Wir haben dazu eine Arbeitsgruppe Internationale Tiergesundheit, die dann auch vor Ort mithilft. Beispielsweise jetzt kürzlich in der Mongolei, aber auch auf den Balkanstaaten, die sich auch auf Ausbrüche der afrikanischen Schweinepest vorbereiten und vermutlich nicht ganz so gut vorbereitet sind wie wir.
Wir müssen dann, wenn es zu Ausbrüchen kommt, sie möglichst früh entdecken, den Indexfall entdecken. Bei der afrikanischen Schweinepest ist das ja den Tschechen ganz gut gelungen. Bei den Belgiern bin ich mir da nicht ganz so sicher. Wir müssen dann in der Lage sein, die Infektionsketten zurückzuverfolgen. Und wir müssen dann, wenn es zu einer Verbreitung kommt, genau sehen können, wohin die Krankheit verbreitet worden ist. Und dabei helfen beispielsweise auch Netzwerkanalysen. Was wir dazu machen, sind aber nicht nur komplizierte epidemiologische Analysen, sondern wir versuchen auch der Landwirtschaft zu helfen, indem wir also mit einfachen Methoden versuchen, Biosicherheitskonzepte zu erläutern, mit Checklisten. Und ich glaube, dass wir da mehr machen müssen. Noch ein anderes Beispiel, bei dem man sich in seinem Betrieb im stillen Kämmerlein sich mal anschauen kann, wie es mit der Biosicherheit aussieht, wie man sich also ganz generell schützen kann, ist diese Risikoampel, die wir mit der Uni Vechta gemeinsam entwickelt haben. Und was wir auch tun wollen, ist oder auch schon tun, ist einen Brückenschlag zwischen Architektur und Veterinärepidemiologie zu schließen, um nämlich beim Stallbau über Infektionspräventionsmaßnahmen nachzudenken. Das geht auch erstmal mit Checklisten, aber am Ende auch mit einer Art Klassifikationsmodell, vor allen Dingen für Milchrinder und Geflügel, um an der Stelle voranzukommen. Was man aber dabei immer einschränkend sagen muss, wenn es um die Infektionskrankheiten geht, ist, dass wir in die Kristallkugel schauen. Also das heißt eigentlich mit großen Unsicherheiten arbeiten müssen. Wir können bestimmte Frühwarnsysteme nutzen, da wo es internationale Berichtssysteme gibt. Und ein wachsendes Risiko ist dabei auch manchmal erkennbar. Der MKS-Ausbruch 2001 im Vereinigten Königreich, der war für das Vereinigte Königreich nicht unbedingt vorherzusehen. Es war aber klar, da tut sich was im asiatischen Raum. Hochpathogene aviäre Influenza, die Vogelgrippe 2006, war eine Infektionskrankheit mit Ansage. Wir wussten, dass das kommt. Die Blauzungenkrankheit in Deutschland, jetzt seit 2018 wieder, war auch mit Ansage. Wir kannten das Geschehen in Frankreich. Aber es gibt auch plötzliche, aus meiner Sicht nicht vorhersagbare Epidemien. Jetzt bin ich in die falsche Richtung, Entschuldigung. Wie die Blauzungenkrankheit, als sie 2006 zu uns kam, oder auch die Schmallenberg-Virus-Infektion oder das hochpathogene aviäre Influenza-Geschehen 2016, 2017, das uns alle überrascht hat. Das heißt, die Vorhersagbarkeit von solchen Epidemien ist zumindest im Moment begrenzt. Was können wir da tun? Wir können so etwas tun wie syndromische Überwachung. Das heißt, Befunde, die wo auch immer anfallen, sammeln, zum Beispiel über die Tiergesundheitsdienste und dann auswerten, im Hinblick darauf, ob dabei irgendetwas Neues bei ist, was Hinweise auf eine neue Infektionskrankheit bietet. Oder wir können Sentinel-Herden betreiben. Wir tun das für die Influenza-Situation mit Stockenten, die wir auf der Insel Riems halten. Die niederländischen Kollegen machen es mit Wiederkäuern, mit Schafherden, um dort zu sehen, ob irgendetwas Neues auftritt. Wir können Vektormonitoring machen, um über die Krankheiten, die über Vektoren übertragen werden, nähere Informationen zu erhalten. Das geschieht seit einiger Zeit auch bereits bundesweit und hat also zumindest zu einigen Vorwarnungen geführt, wenn Sie beispielsweise an die asiatische Tigermücke denken. Ich darf zusammenfassen, ohne dass ich Ihnen genaue Modelle präsentieren kann, müssen wir jederzeit mit dem Auftreten neuer und bisher nicht heimischer Krankheiten rechnen. Ich denke, dass die Globalisierung die größte Gefahr für die Verbreitung der Tierseuchen ist, aber die Veränderungen des Klimas können diese Gefahren verstärken, insbesondere bezogen auf die vektorübertragenden Krankheiten. Und wo wir mehr arbeiten müssen, ist, die Eintrittspforten in Europa zu identifizieren und sie zu schließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.